Das Hochfest des Leibes und Blutes Christi konnte in diesem Jahr also nur im Inneren des Doms begangen werden. Das tat der feierlichen Atmosphäre in der vollbesetzten Kathedrale aber keinen Abbruch. Bischof Konrad Staser leitete den Gottesdienst und sprach in seiner Predigt unter anderem davon, dass Jesus durch seine Taten für alle Katholiken immer noch und immer wieder gegenwärtig ist. Sein Auftrag, tut dies zu meinem Gedächtnis, ist niemals abgelöst von seiner Hingabe, sondern zu seinem Gedächtnis, damit seine Gabe nie zur Vergangenheit wird, die nach und nach in der Historie versinkt, sondern lebendige, stets neue Gegenwart bleibt, für die wir dem Vater danken und im Namen des Sohnes in der Kraft des Heiligen Geistes das Brot brechen und genießen. Bischof Konrad sprach in seiner Predigt auch vom Tag des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern. Trotz des Wissens um sein bevorstehendes Martyrium richtete sich sein Dank an Gott. Der Tod unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz ist kein blindes Verhängnis, das über Jesus hereingebrochen ist und Gott eben zugelassen hat. In allem handelt Jesus im Einklang mit dem Willen des Vaters. Der Zusammenhang von Jesu Tat in der Nacht, da er ausgeliefert wurde, ist wesentlich. Letztlich ist es der Vater, der ihn ausliefert. Ans Kreuz für die Menschen und in die Eucharistie hinein ebenfalls für uns. Und dafür spricht Jesus das Dankgebet, dass der Vater das tut und dass er selber mittun darf und dass der Geist es unaufhörlich verwirklichen wird. Brot und Wein werden zu Leib und Blut Christi gewandelt. Das ist der Kern jeder heiligen Messe. Und es ist das zentrale Thema an Fronleichnam. Dieses Fest feiert die katholische Kirche schon seit über 700 Jahren. Seitdem gehören auch die Prozessionen mit dazu. In diesem Jahr in Augsburg allerdings mit einer kleineren Version. Bischof Staser trug die Hostie in einer Monstranz innerhalb des Doms. Die Prozession ist auch ein Bild des wandernden Volkgottes mit Christus in seiner Mitte. Die Absage der Prozession draußen trugen die Gottesdienstbesucher mit Fassung. Ich finde es trotzdem schön, wo ein Glaube, also das ist immer schön, wenn wir zusammen in der Kirche sind, egal ob Prozession oder ohne, mit Herzen sind wir dabei. War schön, schade, dass es keine Prozession gab, aber ja, nein, was will man machen bei dem Wetter? Also ich fand es ein bisschen traurig, aber es war trotzdem eine schöne Feier zum Dom. Aber es war echt ein bisschen schade, vor allem, weil die Sonne scheint. Aber ja, kann man nichts machen. Ich glaube, man kann es auch so gut feiern. Es ist ein bisschen traurig, aber man kann es nicht vorhersehen und es war sicher eine vernünftige Entscheidung. Jetzt wäre es natürlich passend. Das wäre jetzt die Temperatur, aber wie gesagt, wer weiß das schon im Vorhinein. Ich fand, wie es unser Bischof gemacht hat, sehr schön. Trotz Absage. Trotz Absage, man muss sich halt nach den Verhältnissen richten und nach der Decke strecken. Auch wenn die Prozession in diesem Jahr kleiner als sonst ausfiel, Fronleichnam ist nach wie vor ein Feiertag, der viele Menschen bewegt.